Servus zusammen. Auch im Namen der Studierendenvertretung darf ich euch herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Pauline und ich bilde dieses Jahr zusammen mit dem Marvin, der gleich noch die Präsentation machen wird, den Vorsitz der Studierendenvertretung. Wir stemmen nicht allein den Stura natürlich. Wir sind eigentlich eine größere Gruppe, aber wir können Corona-bedingt leider nicht alle hier vor der Kamera stehen. Deswegen darf ich jetzt hier erstmal die Präsentation beginnen. Ganz wichtig: Was ist der Stura? Was machen wir? Warum sind wir hier? All diese Fragen werden wir in den kommenden paar Minuten versuchen zu beantworten. Sollte danach noch irgendwas für euch offen sein, ihr Fragen haben oder einfach mit uns reden möchtet, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder die weiteren Kontaktdaten benutzen. Genau, jetzt kommen wir erstmal zur ersten Frage. Die wäre: Was ist der Stura? Es ist so, dass die gesamte Studierendenschaft als Basis der Universität gelten kann. Und dann kann jeder Student je nach Interessenlage oder Zeit neben dem Studium entscheiden, ob er noch in eine Initiative bzw. eine Fachschaft beitreten möchte. Dann ist es so, dass einmal im Jahr aus diesen Fachschaften die Studierendenvertretung gewählt wird. Das passiert bei den Hochschulwahlen und dann sind die Vertreter ein Jahr lang im Amt. Der Stura ist quasi so ein bisschen als Klassensprecher der Uni zu sehen, aber ein bisschen größer, als ihr das von der Schule vielleicht kennt. Daher, wenn Studierende oder Professoren irgendwelche Anliegen haben, können diese jederzeit gerne zu uns in die Bürostunde kommen oder auch gerne als Gast bei unseren wöchentlichen Sitzungen teilnehmen. Genau, dann werden alle Probleme und Anliegen diskutiert und versucht, gelöst zu werden. Genau. Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, was wir sind. Und zwar sind wir der Ansprechpartner für die ganzen Studierenden, für die Lehrstühle oder auch für die Verwaltung, je nachdem, welches Anliegen ansteht. Genau, wo man uns am meisten oder am häufigsten sieht in einem normalen Semester, ist zum Teil zum Anfang des Semesters bei dem Skriptenverkauf und zum Ende des Semesters bei dem Klausurenverkauf, die wir euch gerne für wenig Geld anbieten. Genau. Eigentlich sieht man uns im Stura dann auch in den Bürostunden, wo ihr gerne jederzeit zu uns kommen könnt. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne immer eine E-Mail schreiben. Genau. Jetzt, wer ist der Stura momentan? Das sind die neuen Mitglieder, die wir momentan, oder beziehungsweise dieses Jahr im Sommersemester und Wintersemester haben. Neben mir seht ihr noch den Marvin, der gleich noch die Präsentation weitermachen wird. Und genau, das Ganze wird noch ergänzt durch zwei Hiwis, die uns einfach bei den Bürotätigkeiten unterstützen. Servus, ich bin der Marvin. Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, gibt es eben diese drei Fragezeichen noch bei den Personen, die den Stura vertreten. Das sind die Koptierten. Beim Bachelor gibt es aus dem Erstsemester werden zwei gewählt. Die werden dann von euch gewählt, meistens in der ersten Vorlesungswoche. So haben diese Personen schon mal eine Möglichkeit, in die hochschulpolitischen Angelegenheiten im Prinzip reinzuschnuppern und sich ja bei uns zu beteiligen. Und dann habt ihr auch einen direkten Ansprechpartner, den ihr schon aus eurem Semester kennt, für eure Probleme oder Anliegen. Und dasselbe gibt es dann eben noch für den Masterstudiengang. Dort gibt es einen Koptierten und der wird genauso eben dann von den Master-Erstis gewählt, auch in der ersten Vorlesungswoche. Und ja, so bilden wir dann den gesamten Stura. Und dann, was bieten wir euch? Grundsätzlich sind wir sehr viele von Studenten aus unterschiedlichen Semestern, wodurch wir euch eine jahrelange Erfahrung bieten. Dann grundsätzlich haben wir ein immer offenes Ohr für eure Probleme und Anliegen und können die eben dann auch an den Lehrstuhl zum Beispiel weitertragen und eben auch diese Probleme lösen. Dann mithilfe des Skriptenverkaufs und der Bücherbörse
bieten wir euch eine gute Gelegenheit für einen guten Start in das erste Semester und ins Studium. Und dann vor den Klausurenphasen eben bieten wir noch die Klausurensammlung und den Klausurenverkauf an und bieten euch dadurch eine doch sehr große Hilfe bei der Klausurenvorbereitung. Und wir bieten ansonsten noch je nachdem Informationen für alle möglichen Probleme, wie welche Major man später im vierten Semester dann wählt, aber das seht ihr dann eben im vierten Semester. Dann grundsätzlich, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch bei uns in der Bürostunde melden. Die sind in der Vivi-Fakultät von Montag bis Freitags von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr im Stura-Büro. Und ansonsten, falls ihr zeitlich nicht könnt oder jetzt wegen Corona noch weiter weg wohnt, könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben an stura@vivi-augsburg.de. Und dann grundsätzlich auch über Instagram könnt ihr uns unter dem angegebenen Tag auch eure Fragen oder Anliegen schreiben. Und falls ihr es dann doch ein bisschen persönlicher noch haben wollt, könnt ihr da den QR-Code scannen, den ihr ungefähr hier sehen müsstet, und eben dort dann uns eure Fragen schreiben. Und ja, dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen guten Start ins erste Semester.